guten Morgen. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass das Auflösen eines Salzes exotherm oder endotherm sein kann. Wir haben so ein Übungsblatt berechnet, wie ein Kühlpad aufgebaut ist, was ich zum Abkühlen von und Kühlen von stumpfen Sportverletzungen nutze, wie Prellungen. Ein Kristall ist im Wesentlichen regelmäßig aufgebaut. Wir haben eben Anionen und Kationen auf einem regelmäßigen Gitter. Das Kochsalz war kubischdichteste Kugelpackung. Und hier zählt es 8 mal ein Achtel. Ja? Plus sechsmal ein halb. Also 4 Atome gehören zu dieser Elementarzelle. Die roten symbolisieren die Chloridionen. Und in dieser Struktur gibt es Lücken. Diese Lücken sind hier besetzt von dem Natrium und alle Oktaederlücken sind hier besetzt. Das sind aktuell 12, aber die zählen nur zu einem Viertel zu dieser Elementarzelle. Und ein weiteres ist genau in der Mitte, das ganz dazu zählt. Und hier muss natürlich auch 4 rauskommen. Denn es gilt, und das ist wichtig für die Elektrochemie, die Beziehung der Elektroneutralität. Das heißt, wenn ich ein Salz habe, das auf ein Kation aufgebaut ist und ein Anion, Nü plus, Nü minus, dann ist das hier Z-fach positiv geladen, Z-fach negativ geladen. Es muss gelten, Nü plus mal Z plus ist gleich Nü minus mal Z minus. Und das hat man zum Beispiel genutzt bei Calciumfluorid, Bariumtitanat. Die Elektroneutralität muss gewährleistet sein und das hilft uns auch, die Struktur ein bisschen vorherzusagen. Aufgrund dieser regelmäßigen Anordnung resultiert eine gewisse Gitterenergie. Und die Gitterenergie bestimmt sehr die Thermochemie. Wenn ich ein Ionenpaar betrachte, diese Plusladung und die Minusladung, dann gilt, dass die beiden eine Energie haben. Und die Energie eines Ionenpaars, das in einem Abstand R ist, ist gegeben durch die Ladung des einen, die Ladung des anderen, dividiert durch 4pi epsilon 0 mal R. Diese Beziehung gilt im Vakuum. Wenn ich ein Medium habe wie Wasser, wird die Kraft und die Wechselwirkung abgeschwächt und das wird erfasst durch die Konstante epsilon R. Hier sind wir aber, ist kein Dielektrum dazwischen, also epsilon 0 mal R. Diese Wechselwirkungsenergie, die ein Ionenpaar hat, wird verändert dadurch, dass das Ionenpaar jetzt in einem Kristall eingebaut ist. Und wir können uns klar machen, da gibt es eine komplizierte Reihe. Dieses hier attraktiv, aber da gibt es 6 Wechselwirkungen davon, nächsten Nachbarn. Dann kommt ein weiterer Term dazu, der ist repulsiv. Und das sind 12 im gleichen Abstand. Nämlich diese hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repulsiv in einem bestimmten Abstand, den wir durch Pythagoras ausrechnen können. Danach wieder attraktiv. Und attraktiv zwischen diesen beiden. Und da haben wir 8 Stück sitzen, die im gleichen Abstand sind und die es attraktiv machen. Und das Spiel müssen wir fortsetzen.
Und diese Reihe konvergiert sehr schlecht, da kann aber aufsummiert werden. Und das Ergebnis ist einfach, die Gitterenergie ist jetzt erfasst durch eine lange Reihe. Und dieses wird durch Alpha erfasst. Alpha ist die Madelung-Konstante. Und die ist für einen bestimmten Gittertyp eine Zahl, die angibt, wie verändert sich die Energie eines Ionenpaares, und diese für Alpha, für Kochsalz, ist 1,78. Wenn ich den Kristall nehme und in Wasser auflöse, muss ich die Gitterenergie aufwenden. Das ist ein wesentlicher Betrag. Ich gewinne aber noch Energie durch die Solvatation. Die Ionen haben ein starkes elektrisches Feld. In diesem elektrischen Feld orientieren sich die Wasserdipole. Und die bilden eine Koordinationssphäre aus, vielleicht noch eine und noch eine, wo die Wassermoleküle immobilisierter sind. Und das ist der zweite wichtige Beitrag. Also ich muss die Gitterenergie aufwenden, um das zu zerstören. Ich gewinne aber etwas. Und das ist die Solvatation. Aber wenn ich zum Beispiel einen Lithium-Ion betrachte, Li+, dann ist es tetraedisch koordiniert. Und den Tetraeder kann man ganz gut hier einschreiben, dass ich sage O, H, H, O, H, H. Check. Zack, zack, dann muss ich die anderen beiden wählen. Hier und hier. O, H, H, O, H, H. Tetraedisch koordiniert, aber das geht weiter. An jedem dieser Wasser, können Sie sich vorstellen, wird wieder eine Wasserstoffbrückenbindung zu einem anderen Wasser ausgebildet. Diese Wassermoleküle sind immobilisiert. Die bilden eine Schleppe um dieses Ion in Wasser. Sie sind orientiert aufgrund des starken Feldes und durch Wasserstoffbrückenbindungen auch noch weiter immobilisiert und dann zusammengehalten. Und dieser Prozess nenne ich eben die Solvatation. Und das ist auch mit einer Wärmetönung verknüpft, dabei wird Energie frei. Und die Summe von den beiden wird letztendlich darüber entscheiden, kühlt das Salz beim Auflösen ab oder wärmt es sich. Beide Varianten sind möglich. Also hier könnte ich vielleicht sogar so schreiben, H2O 12, 4 plus 8 mal 4, 8 mal, stopp, Blödsinn. 4 Stück im einen, dann habe ich 4 mal 2 sind 8, 8 plus die 4 sind 12. Ja, 12 Wasser bilden so eine immobilisierte Hülle um das Lithium, aber es kann auch noch weitergehen. Das hängt vom Experiment ein bisschen ab und von der Konzentration. All das sind die Beiträge, die wir verstehen müssen. Und wenn ich Thermochemie bespreche, war das Entscheidende immer Standardbildungsenthalpien. Die müssen Sie verinnerlichen und die finden Sie in Tabellenwerken wie NIST. Standardbildungsenthalpien heißt, ich nehme die Elemente in den stabilsten Modifikationen, also H2 plus Chlor, und bilde aus diesen Elementen, die in dem Gaszustand jetzt vorliegen, Gas, Gas, bei vorgegebenen Bedingungen, die vorgegebenen Bedingungen wären hier 298 Kelvin, ein Druck von 1 Bar oder einer Atmosphäre, je nachdem, ob Sie ein altes oder ein neues Tabellenwerk nehmen. Und aus diesen Elementen soll ich 1 Mol
der Verbindung machen. Die Verbindung wäre jetzt HCl. Wenn ich ein Mol draus mache, das heißt, ich nehme ein halbes Mol von dem und ein halbes Mol von dem. Und die Reaktionswärme, die hier frei wird bei konstantem Druck, lässt sich messen und definiert, wenn sie bei diesen Bedingungen durchgeführt wird, die Standardbildungsenthalpie von HCl-Gas. Dieses HCl-Gas kann ich hernehmen und in Wasser lösen. Ein Überschuss von Wasser. Es entsteht H plus hydratisiert plus Cl minus hydratisiert. Und ich kann sehr leicht die Standardbildungsenthalpie des Ionpaares angeben. Ganz klar definiert. Die Standardbildungsenthalpie von H plus hydratisiert, Cl minus hydratisiert, ist nichts weiter als die Summe der beiden. Ich nehme also die Standardbildungsenthalpie von HCl-Gas plus die Löseenthalpie, die ich hier messe. Welche Wärmemenge wird frei, wenn das sich hier löst? Das Problem ist, dass ich immer ein Ionpaar habe, das ich erzeuge. Und wenn ich die Standardbildungsenthalpie eines einzelnen Ionen angeben muss, brauche ich einen neuen Referenzzustand. Und der neue Referenzzustand ist einfach, ich beziehe alles auf das H-Plus-Ion und sage willkürlich, das sei gleich Null. Wenn ich das mache, dann wäre die Standardbildungsenthalpie des Chloridions nichts anderes als diese beiden Terme. Ich schreibe dem alles zu. Und da habe ich ein Datenwerk in meinem Tabellenwerk. Und das Spiel kann ich wiederholen für HF, für H Bromid, für H Jodid. Und damit kenne ich dann die Standardbildungsenthalpie. Bin bezogen auf Wasser von Fluorid, Bromid und Jodid. Dann kann ich übergehen zu den Kationen. Und ich kann eben sagen, ich schaue mir jetzt an Natrium, Fluorid, Natrium, Chlorid, Natrium, Bromid, Natrium, Jodid und so weiter. Oder variiert durch Kalium dergleichen. Es wird ein konsistenter Satz geben, der sie aber auf H+ bezieht. Quizfrage an Sie, wenn ich jetzt Werte hernehme, was würden Sie hierum interpretieren? Also von Natrium finde ich im Tabellenwerk minus 240 Kilojoule pro Mol. Dagegen die Standardbildungsenthalpie von Kupfer plus ist plus 71,7 Kilojoule pro Mol. Was bedeutet das? Sie sind dran. Anfangen. Was bedeutet das eigentlich? Ich würde denken, dass Natrium allein heftiger reagiert als mit Kupfer zusammen.
Und was heißt das Exotherm und Endotherm? Es ist exothermer allein. Und sich klar machen, das jetzt sitzt immer auf H+, also relativ zum H+-Ion, ja, wird das exothermer sein. Relativ dazu, das ist eigentlich das, was ihr immer vor Augen halten müsst. Also das Zeichen, das Sie anschauen, es kann einmal exotherm oder endotherm sein. Und machen Sie sich bewusst, das bezieht sich relativ auf die Bildung des H+-Ions in Wasser. Ja, ist es exotherm in Bezug auf diese Bildung oder endotherm in Bezug auf diese Bildung? Das wäre die Aussage. Das wäre meine Messlatte, die ich mache. Also Plus und Minus heißt einfach nur meinen Bezugszustand nicht vergessen, der hier festgelegt ist. Wenn ich es genauer anschaue, sind noch mehr Größen festgelegt. Eigentlich die Definition war noch, dass die Gibbs-Standardbildungsenthalpie des H+-Ions ebenfalls 0 ist. Und zwar für alle Temperaturen. Damit kann ich die Standardentropien auch ausrechnen. Die Standardentropien des H+-Ions ist einfach gegeben durch die Ableitung der Gibbs-Energie nach der d Delta B G nach dt minus. Sie haben das im Thermodynamikteil beim Herrn Kunz gerade gehört. Druckkonstant. Und wenn das als 0 definiert ist, ist auch die Standardbildungsenthalpie hier 0. Und wenn Sie die Beziehung noch vor Augen halten, dass das auch dasselbe ist wie Standardbildungsenthalpie plus T mal die Standardentropie, dann sehe ich, wenn das 0 ist und das 0 ist, ist auch das 0. Das ist der konsistente Satz. Das heißt, Sie finden in Tabellenwerken nützliche Informationen über thermodynamische Daten von Ionen. Hier sehen Sie Standardbildungsenthalpien in Kilojoule pro Mol, Standardentropien und die Gibbs-Standardbildungsenthalpien. All die Dinge sind hier aufgelistet und Sie finden die Tabellenwerke und Sie können die nutzen. Wir kommen dann nochmal heute dahin. Was wird so eine Standardbildungsentropie aussagen? Das gleiche Frage noch. Normalerweise sind Standardentropien positive Größen. Für die Ionen können die positiv und negativ sein, wie Sie die Tabelle annehmen. Schauen Sie mal Kupfer an. Was bedeutet das? Wie würden Sie es jetzt interpretieren, die Standardbildungsenthalpien, die Standardentropien? Ein Trend. Was sagt Ihnen die Größe aus, wenn die Entropie größer wird? Was würde das bedeuten? Sie sind dran. Was würde das bedeuten? Also ich sehe da jetzt um die statistische Definition, die Mikroelektronenstellung, also das Mikroelektronen ist da, das ist halt gleich mal sehen, dass ab einem linearen Einheitsgrad,
das hinten einfach ja. Das Ganze ein bisschen starrer ist durch diese Hydrolyse. Ja, das ist eine gute Interpretation. Also, Bruno schlägt vor, die statistische Interpretation der Entropie zu nutzen. Und die statistische Interpretation war, S ist gleich K mal ln Omega. Omega waren die Zahl der Mikrozustände. Was macht so ein Ion? Ein Ion strukturiert das Wasser um sich herum. Dieses Wasser hier in der Hydrathülle ist immobilisiert. Also diese Entropiewerte drücken eigentlich aus, wie viel Wasser ist immobilisiert. Je größer, ja, was bedeutet es doch eigentlich, wenn man sich das vor Augen hält, was bedeutet ein größerer Wert der Entropie? Sie sind noch mal dran, das zu interpretieren. Ausgeprägte Hydrathülle, eine Zu- oder Abnahme der Entropie zur Folge, wenn man sich das jetzt vorstellt. Wir haben eine starke Hydrathülle wie bei dem Lithium. Also die Frage wäre, wie würde eine stark ausgeprägte Hydrathülle sich auf den Wert der Standardentropie auswirken? Würde er zunehmen oder abnehmen? Und denken Sie an Zahl von Mikrozuständen. Das sind ja mehr Teilchen. Mhm. Mit stark hydratisierte Ionen, Lithium. Rubidium ist zum Beispiel schwach hydratisiert. Wenn Teilchen sich bewegen können, dann können die haben sie alle Freiheiten. Wenn es immobilisiert ist, ist es fixiert. Wie wirkt es aus? Bin, dann ist die Zahl der Mikrozustände sicher größer, als wenn ich fixiert bin. Es geht nur um die Lithium. Ja. Nicht um Lithium, sondern es geht natürlich um die Wirkung auf das. Ja. Also wir haben uns überlegt, dass eigentlich ein strukturierender Effekt so auswirkt, dass es die Entropie abnehmen wird. Mobile Teilchen werden zu einem größeren Wert führen. Und alles ist als Bezugszustand des H+. Relativ zum H+, ist das Wasser freier, mobiler. Relativ, wenn, oder, ja, das ist unser Standardzustand. Also mobile Teilchen erhöhen die Entropie, immobilisierte Teilchen werden die Standardentropie abnehmen lassen. Also schauen wir ein bisschen die Messanordnung an, die uns in den nächsten Stunden beschäftigen wird. Da habe ich im Prinzip ein Gefäß, in dem ich meine Flüssigkeit löse. Und wir nehmen wässrige Elektrolytlösungen, die hier drin sein werden. Und hier tauchen Elektroden, zum Beispiel aus Platin, ein. Und ich lege hier eine Spannung an, die kann ich vielleicht mit einem Schiebewiderstand, den ich noch einbaue, verändern und einen bestimmten Bereich durchfahren. Und dann baue ich hier noch ein Strommessgerät ein, mit dem ich die Stromstärke messe. Und ich könnte hier sowohl Gleichspannung anlegen, als auch Wechselspannung. Beides wollen wir mal machen.
dazu zeichnen wir einfach auf I gegen U Kurven, die ich beobachte. Ich höre die Spannung und schaue, welcher Stromfluss hat es zur Folge und beobachte, was an meiner Lösung passiert. Nehmen wir nur mal Wasser drin. Wenn ich hier nur Wasser drin habe, dann beobachte ich mit der Messapparatur keinen Stromfluss. Wenn ich sehr genau messe, könnte ich vielleicht einen kleinen Stromfluss messen. Aber das ist eine unempfindliche Messelektronik im Moment. Also Wasser wäre eigentlich hier nicht leitend, also es hätte keine Stromträger. Wenn ich dagegen aber hier HCl reingebe, dann beobachte ich Folgendes mit Gleichspannung. Länger nichts. Dann plötzlich setzt ein Strom ein und der Zusammenhang zwischen U und I ist linear. Diesen Bereich, hier runter extrapoliert, nennt man auch IZ, die Zersetzungsspannung, weil ich beobachte auch, wenn der Stromfluss einsetzt, an beiden Elektroden wird Gasentwicklung zu beobachten sein. Wenn das hier Plus ist und das Minus, dann werden hier Elektronen eingespeist, hier abgesaugt. Und an beiden Räumen, Kathodenraum und Anodenraum, habe ich eine Gasentwicklung. Analysiere ich das Gas, finde ich an einer, hier entsteht Wasserstoff. An der anderen entsteht Chlorgas. Und wenn ich es genau anschaue und die Mengen analysiere, finde ich, es wird genauso viel H2-Gasmole gebildet wie Chlorgas. Das heißt, wir könnten Teilreaktionen hinschreiben. Die eine Teilreaktion wäre offensichtlich H plus ein Elektron geht über in H2. Und das H2-Gas entweicht. Das ist das, was hier zu beobachten ist. Hier wird H2-Gas gebildet. Auf der anderen Seite findet eine Oxidation statt. Chloridion geht über in Cl2. Und dabei werden zwei Elektronen frei. Ich habe eine Redoxreaktion. Also die Elektronen, die hier eingespeist werden, wandern hier rüber und bewirken diese Reaktion. So wäre die Vorstellung. Und die Summe von den beiden wäre eben dann das ist das, was ich hier beobachte. Und danach habe ich einen linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke. Das ist also Gleichspannung. Ich wiederhole das Experiment mit Wechselspannung und da sehe ich, dass alles viel einfacher ist. Mit Wechselspannung sehe ich direkt, dass das Ohmsche Gesetz erfüllt ist. Und das Ohmsche Gesetz sagt aus I ist gleich 1 durch den Widerstand mal U. Oder U ist gleich 1 mal I. Das 1 durch R wäre sowas wie eine Leitfähigkeit. Ich könnte das Ohmsche Gesetz auch vornehmer schreiben, dann sage ich, eine Stromdichte ist gleich Sigma, die Leitfähigkeit
mal dem elektrischen Feld, was zwischen den Platten herrscht. Die Leitfähigkeit ist beim Festkörper ein Tensor. Das heißt, sie ist ein recht kompliziertes Gebilde. Das heißt, Sie können immer solche Gleichungen, Transportgleichungen als Frage-Antwort-Spiel lesen. Das elektrische Feld wirkt auf einen Stoff ein und bewirkt als Antwort einen Stromfluss, eine Stromdichte. Und die Größe, die die Antwort vermittelt, das ist der Tensor. Und wenn eben der Stromfluss als Vektor und das E-Feld als Vektor nicht in die gleichen Richtungen gehen, dann muss die Größe Sigma den Charakter eines Tensors haben, wie eine Matrix. Eine Matrix dreht einen Vektor zu einem neuen Vektor. Das klingt vielleicht abstrakt, aber vielleicht als Quizfrage an Sie, was würden Sie erwarten? Sie kennen die Struktur von Graphit. Wo würden Sie eine Leitfähigkeit erwarten? Diskutieren Sie mit den Nachbarn, was würde passieren, wenn das die Ebenen sind und ich lege ein elektrisches Feld in die Richtung an. In welcher Richtung erwarten Sie einen Stromfluss? Kennst du Graphit? Ja. Wo würden Sie Stromfluss erwarten? Also wenn man hier so die Ringe hat, ja. Sechserringe, dann eigentlich hat man ja hier oben und drunter die lokalisierten Elektroden. Also würde man so parallel. Ja, in der Ebene. In der Ebene. Und wenn ich den E-Vektor so anlege, wo wird der Strom fließen? Eher gar nicht. Ja, der Strom fließt schon ein Strom, aber welche Komponente von dem E-Vektor bewirkt einen Stromfluss? Was würden Sie machen? Den Vektor zerlegen Sie in? Teilvektoren und der eine bewirkt was und der andere nicht. Ja. So ist es zu lesen. Ja. Ja? Weil das war gut gelöst. Wenn Sie Graphit vorstellen, Sie haben hier Ebenen, die gebildet werden mit delokalisierten Pi-Elektronen. Das ist als Chemiker klar, hier wird ein Band entstehen und die Leitfähigkeit wird in dieser Ebene gegeben sein. Das heißt, die Leitfähigkeit zwischen den Ebenen wird sehr, sehr klein sein, wenn überhaupt messbar. Das heißt, wenn mein E-Vektor in diese Richtung geht, dann muss ich ihn zerlegen in zwei Komponenten. Die eine Komponente bewirkt den Stromfluss, die andere vielleicht einen anderen Stromfluss, der sehr, sehr viel kleiner ist zwischen den Ebenen. Und dann haben Sie genau das Spiel, Tensorcharakter, das elektrische Feld, was Sie an dieses Material anlegen, und der Stromfluss sind nicht parallel zueinander. Ja, das elektrische Feld hier in dieser Richtung bewirkt vielleicht einen Stromfluss, der im Wesentlichen in diese Richtung geht. Das ist ein Tensor. Nicht. Ein Tensor wäre jetzt erstmal für Sie sowas wie die 3x3-Matrix. Das ist also die Leitfähigkeit. Wir haben mit der Apparatur die Möglichkeiten, Leitfähigkeiten zu messen. Quizfrage an Sie. Wir machen jetzt verdünnte Lösungen von Salzen, die vollständig dissoziieren. Wir nehmen die Alkali-Halogenide, nehmen wir Lithiumchlorid, Natriumchlorid, Rubidiumchlorid, Cäsiumchlorid. Und messen die Leitfähigkeit mit Wechselstrom. Ich möchte von Ihnen eine Vorhersage und ein Bild entwickeln, für welche der Substanzen, die beide 1:1 Elektrolyten bilden, wird die höchste Leitfähigkeit zeigen. Sie sind dran.
das Problem erstmal analysieren. Also wenn Sie es anschauen, was denken Sie jetzt so? Ich habe mal geschaut, wie groß die Ionen sind. Ja. Ich hätte nicht gesagt, dass Lithium die beste Leitfähigkeit hat, als das kleinste. Klare Vorstellung. Das wird irgendwo mit der Mobilität zu tun haben. Das, sowas wollte ich haben. Das einfach jetzt zum Problem anschauen. Ja, und dann. Also es gab eine sehr klare Vorhersage. Der Kollege hat sich erstmal überlegt, es wird das Kation die Musik machen. Denn hier habe ich immer das gleiche Anion. Alle dissoziieren vollständig. Chloridion entsteht bei allen. Die Konzentration ist bei allen gleich. Also werden die Leitfähigkeit zurückzuführen sein auf das Kation. Und die zweite Überlegung, die er gehabt hat, ich stelle mir ein Ion als kleine geladene Kugel vor, wie hier auch gezeigt. Und diese kleine geladene Kugel läuft durch das Medium, durch das Wasser. Und die mechanische Vorstellung, die Sie aus der Physik vielleicht darauf transferieren, ist die Stokes-Beziehung, wo Sie sagen, eine Kugel läuft durch ein Medium mit einer Viskosität und es macht so eine Reibungskraft. Und je kleiner die Reibungskraft ist, also das heißt, je größer die Kugel, umso langsamer ist es. Und dann war die Vorhersage, dass er damit für Lithiumchlorid die höchste Leitfähigkeit erwartet. Und der Trend ganz klar in der Richtung geht, weil auch die Radien größer werden. Die Radien, ja, vielleicht gebe ich es zurück, das war ein klares Denken, hat mir gefallen. Jetzt machen wir das Experiment und sehen genau das Gegenteil. Lithiumchlorid hat die kleinste Leitfähigkeit. Es steigt in der Richtung. Also offensichtlich ist das große Rubidium schneller unterwegs als das kleine Lithium. Und jetzt, Sie haben eine Vorstellung entwickelt, der Ball wird zurückgespielt durchs Experiment. Man muss den Kopf kratzen und sagen, ja, was könnte da jetzt anders sein? Wie kann ich das verstehen? Sie sind dran. Der Ball kommt zurück vom Experiment. Ihre Überlegungen waren super. Sie brauchen gar keine neuen anstellen. Ja. Ja, das wäre die Idee. Ja. Er rettet es. Ja. Also der Kollege hat eine sehr gute Idee gehabt. Er sagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr voll die Überlegungen groß verändern. Ich bleibe immer noch bei diesem klassischen Bildchen, Stokesche Reibung, Radien. Aber ich sage, ich muss dem vielleicht andere Radien zuschreiben. Und ich habe mir hier klar gemacht, das Lithium-Ion ist zwar klein, kristallographisch betrachtet, aber in Lösung immobilisiert es viele Wassermoleküle drumherum. Und jetzt habe ich dann das Lithium-Ion mit der Wasserschleppe durch die Suppe laufen. Also es könnte ein Effekt der Hydrathülle sein. Die Überlegung wollen wir weiter verfolgen. Also wenn Sie es klar machen, diese Radien, die Sie immer so lesen, die beziehen Sie auf irgendwelche Experimente, aus denen ich sie ableite. In der Kristallographie war es so, wie schauten Natriumchlorid, die 100-Ebene aus. Die 100-Ebene wäre, ich gucke auf die Frontseite und habe hier eine Kugel und hier eine Kugel und hier eine Kugel, hier eine Kugel und hier eine Kugel. Das waren die Chloridionen und die kleinen Natriumionen sitzen hier in den Lücken. Also manchmal ganz gut auch wieder 110-Ebene zu projizieren. Ja, und dann sehen Sie klar, das ist die Vorstellung.
Und die Dimensionen kommen aus Röntgenbeugung. Da werden Sie später sehen, in fortgeschrittenen Semestern, wie ich einen Kristall analysiere über Bregreflexe. Laue Aufnahmen diskutieren. Und da kommen die Radien heraus. Wie groß ist meine Zelle? Und wenn ich das analysiere, sage ich, na gut, das ist halt, das Ion hat scheinbar den Radius, der hier angegeben ist und der hier vielleicht im Lehrbuch so illustriert ist. Aber es ist was Schwammiges, dieser Radius. Der Radius, den ich jetzt habe in einem Experiment, bei dem das Ion durch die Lösung gibt, ist eine andere. Und wir schauen nochmal an die Kräfte, die auf das Ion wirken. Welche Kräfte wirken auf das Ion? Das Ion ist in dieser Elektrolysezelle. Ich hätte gern von Ihnen, dass Sie jetzt die beiden Kräfte benennen. Bruno, war es richtig, dass ich ein Gutachten geschrieben habe? Also müssen Sie arbeiten jetzt dafür. Nee, nicht Röntgen, glaube ich, sondern ich wollte wissen, in der Elektrolysezelle, das Ion bewegt sich. Ja. Was bestimmt genau auf der linken Seite ist immer wieder? Welche Kräfte wirken auf das Ion? Also das E-Feld natürlich. Also die erste Kraft ist hier, wirkt ein, ich habe eine Spannung zwischen zwei Platten. Diese Spannung zwischen den beiden Platten bewirkt ein elektrisches Feld. Der Betrag dieses elektrischen Feldes ist durch U durch D gegeben. D ist der Abstand der beiden Platinelektroden. Und das heißt, die Kraft Nummer 1, die wirkt, ist Q mal E. Wenn das die einzige Kraft ist, wird es immer schneller werden und immer schneller werden. Es braucht noch eine zweite Kraft. Und auch die können Sie in ein klassisches Bild übertragen. Was ist die zweite Kraft, die Sie in der Physik beim Herrn Bange kennengelernt haben? Da haben Sie folgendes Experiment vielleicht sogar gemacht. Sie haben Kugeln genommen und die Kugeln fallen lassen. Die Kraft, die hier wirkt, ist M mal G. Aber Sie werden sehen, dass die Kugel sehr schnell stationär fällt. Am Anfang beschleunigt und danach hat sein stationärer Zustand erreicht. Das heißt, es gibt eine bremsende Kraft, die genauso groß ist wie die Gewichtskraft in dem Beispiel. Und die ist verknüpft mit Stokes. Wie lautet diese Kraft? Das ist natürlich eine Reibung. Und wenn Sie sagen, gut, ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, wie es ist, versuchen Sie einfach abzuleiten. Also wie wird es sein, die Kraft? Wenn ich schneller unterwegs bin, ist die Reibung größer oder kleiner? Dann versuchen Sie es hinzubasteln. Wenn das Kugel sich in Honig bewegt, Akazienhonig, fällt es langsamer oder schneller im Vergleich zu Wasser oder Benzol? Also irgendwas wird eingehen, die Zähigkeit, die Viskosität meines Mediums. Wenn die Kugel groß ist oder klein, wie wird sich das auswirken? Eine große Kugel geht durch die Suppe oder eine kleine Kugel läuft durch. Und wenn Sie das alles einfach so drüber nachdenken, nüchtern, kommen Sie wahrscheinlich auf eine Gleichung, die ziemlich richtig ist. Probieren Sie es. Wie lautet denn Stokes-Reibung? Wissen Sie es? Was würden Sie sagen? Wenn die Reibungskraft ist? Ja, je größer das Ion, umso größer die Reibung. Also würde ich sagen, machen Sie es linear. R. Ja? Je schneller,
umso größer die Kraft. Also ich R mal V schon gefunden. Je größer die Viskosität, umso langsamer wird es sein. Also haben wir schon gefunden, Viskosität mal Radius mal Geschwindigkeit. So, einfach so. Mehr brauche ich nicht. Und da kommt irgendwo noch 6 Pi rein. Also die Stokes-Reibung würde nichts weiter sagen als die Reibung ist immer die Reibung wäre entgegengesetzt zu dem entgegengesetzt zu der beschleunigenden Kraft. Sie bremst drum das Minus. Je größer die Viskosität ist, umso größer ist die Reibung. Ja? Je größer der Radius meiner Kugel ist, umso größer die Reibungskraft. Je schneller mein Objekt unterwegs ist, ja, V ist die Geschwindigkeit, umso größer ist das Ganze und dann kommt irgendwie noch ein 6Pi rein. Ja? Aber Sie sehen, dass ich schon viele Beziehungen einfach ableiten kann aus einem Bildchen, das ich entwickle. Und das Bildchen ist, eine Kugel bewegt sich in einem Medium mit einer Zähigkeit. Hier wird es konstant sein und in dem elektrischen Feld wird es auch konstant sein. Die Grundgleichung der Mechanik lautete Masse mal Beschleunigung ist gleich Summe aller angreifenden Kräfte. Und im stationären Fall, bei Ion nach ein paar Pikosekunden erreicht, wirkt keine Kraft mehr dran, das ist Null. Und dann habe ich genau eine Situation erreicht, wo die Reibungskraft 6 Pi Eta RV ist gleich die Kraft, die auf die Ladung wirkt, Q mal E. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der das Ion unterwegs sein wird, ist gleich Q mal E dividiert durch 6 Pi R V. Eta. Das klingt alles sinnvoll daran, die Vorstellung davon. Wer noch das weiterverarbeiten. Ich möchte gerne den Radius vielleicht noch mal näher diskutieren. Und zurückkommen auf diesen. Warum ist Lithium, wirkt es strukturierender auf das Wasser als das Rubidium? Wie könnte ich das Feld abschätzen, das von dem ausgeht? Vielleicht gehen wir noch mal zurück zu einer Maxwell-Gleichung und üben das auch gleich noch mal. Die Grundgleichung der Elektrostatik erlaubt es, das E-Feld auszurechnen von einem Objekt, wenn ich die Ladungsverteilung kenne. Also kenne ich die Ladungsverteilung, dann kann ich das elektrische Feld ausrechnen. In der Elektrostatik
Wenn Sie das Problem analysieren, dann letzte Mal schon Symmetrie gehabt. Auch hier würde ich als erstes die Symmetrie anschauen. Das sind komplizierte Integrale. Sie vereinfachen sich immer über Symmetrie. Ich betrachte eine Kugel. Was kann ich mit einer Kugel alles machen? Ohne dass ich, Sie schließen die Augen, ich drehe die Kugel, Sie machen es auf und sehen genau das Gleiche. Das heißt, wenn die Kugel das Feld bestimmt, müssen beide von der Symmetrie verträglich sein. Überlegen Sie mal, wie das elektrische Feld einer geladenen Kugel aussehen muss, wenn ich diese Überlegung zu Ende spinne. Ohne Rechnung, einfach nur, wie muss das Feldlinien verlaufen, damit sie kompatibel sind zu der Symmetrie der Kugel. Also Frage Nummer 1, könnten die Feldlinien schräg rauskommen? Warum nicht? Das wäre nicht verträglich mit der Symmetrie der Kugel. Mit der Symmetrie der Kugel wäre das nicht verträglich, sondern es folgt daraus, dass die Feldlinien senkrecht rausgehen müssen. Egal wohin ich sie drehe, es bleibt dann invariant. Feldlinien müssen senkrecht rauskommen. Was gilt noch? Könnte das so ein Szenario denkbar sein? Einmal ist die Feldlinie groß, einmal ist sie klein. Und so auch sagen, das geht auch nicht, weil es nicht verträglich ist mit der Symmetrie. Damit weiß ich schon, bei einer bestimmten Radius, es geht immer senkrecht raus und überall ist das elektrische Feld gleich groß. Und das hilft mir, dies zu entlösen. Dann wird EDS ganz einfach. Das ist dasselbe wie I mal Integral DS ist gleich I Betrag mal 4 Pi R Quadrat der Kugelradius. Das ist alles. Und auf der anderen Seite, das ist auch nicht kompliziert. Hier ist meine Kugel. Ich lege eine große Kugel drumherum, integriere über die Ladungsdichte, kommt natürlich trivialerweise die Gesamtladung raus, die eingesperrt ist. Q durch Epsilon 0. Damit kennen wir, das elektrische Feld einer geladenen Kugel ist gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R. R war der Kugelradius. Und Sie sehen, je kleiner der Radius, umso stärker das Feld. Umso stärker auch die Wirkung auf die Wasserdipole. Vielleicht an der Stelle noch, weil Physik bei manchen nicht so das Lieblingsfach war, wenn ich sage, die Kraft hinschreibe. Die Kraft zwischen zwei geladenen Kugeln kann ich schreiben als, das ist die Q1 mal Q2. Und Sie haben es im Kopf, Q1 mal Q2 durch 4 Pi Epsilon 0 mal R. Im Grunde genommen ist es so, dass die Ladung Q1 an diesem Ort dieses Feld hier erzeugt, ja? Was darauf wirkt. Das heißt, es ist dasselbe wie Q1 mal E2, wenn Sie so wollen. Diese Kugel erzeugt an dem Ort ein elektrisches Feld. Die Größe ist hier beschrieben. Und die Stoffeigenschaft Q1 mal diesem Feld, das ist eigentlich die treibende Kraft für das Ganze und das ist das Coulomb-Gesetz, wie Sie es kennen. Also wichtig ist, was wir hier merken, ist, kleine Ionen haben eine hohe Ladungsdichte,
Diese hohe Ladungsdichte bewirkt ein starkes elektrisches Feld, was eine strukturierende Eigenschaft auf das Wasser haben wird. Und das ist eigentlich auch irgendwo in diesen thermodynamischen Daten ausgedrückt, die ich mir hier rausgesucht habe. Also wenn ich die Standardbildungsenthalpie nehme von Lithium plus hydratisiert, war ich bei Werten von minus 278 Kilojoule pro Mol. Wenn ich dasselbe Wert rausschreibe für Kalium, habe ich es ausgeschrieben, Kalium plus, dann bin ich bei minus 252 Kilojoule pro Mol. Nehme ich die Werte der Standardentropien, die habe ich auch rausgeschrieben, die Standardentropie von Lithium plus ist gleich 13,4 Kilojoule pro Mol. Die Standardbildungsentropie von Kalium plus ist gleich 102. Nicht Kilojoule, Joule pro Mol. Das wäre ein bisschen viel. Und das Ganze ist irgendwie konsistent, weil man das anschaut. Die erste Werte sagen, wie ist die Hydratation, die Wärmeentwicklung im Vergleich zu Einbringen eines H+. Exotherm oder Endotherm in Bezug auf das H+ hydratisiert. Die Werte der Entropie würden aussagen, welchen strukturierenden Effekt hat das Ion auf das Wasser. Und wenn der Wert, und wir wissen, die Standardentropie des Protons wurde zu Null gesetzt, per Definition. Also wir haben einen Relativwert. Wenn der Wert recht vergleichbar ist, dann würde ich sagen, das kleine Lithium-Plus-Ion und das Proton schauen recht ähnlich aus in Bezug auf die Wirkung des Wassers. Je größer der Wert ist, umso weniger ausgeprägt ist die Hydrathülle. Dieses Ion ist größer, der Wert ist größer, die Hydrathülle kleiner. Also hier große Werte. Bedeutet kleine Hydrathülle. Im Einklang zu der Überlegung, die die Elektrostatik mal sagt, wie wirkt das Feld? Kleine Ion, starkes Feld, strukturierender Effekt. Also wird das hier auch wieder gespiegelt in thermodynamischen Daten der Elektrolytlösung. Wir haben hier einen Ausdruck abgeleitet, wie schnell ist denn ein Ion in einer Lösung unterwegs. Da stand ein V. Was ist hässlich an diesem Ausdruck? Was gefällt Ihnen nicht, wenn Sie den anschauen? Was gefällt Ihnen daran nicht? Alles ganz sinnvoll daran. Aber was würden Sie denn gerne haben? Sie möchten doch irgendwo einen Konstanten nachschauen in einem Buch und die vergleichen. Und da ist etwas drin, was nicht so gut ist. Was denn? Schauen Sie den Ausdruck an. Was stört Sie? Was würde, die Geschwindigkeiten würde ich nicht so in ein Tabellenwerk reinschreiben wollen. Warum nicht? Was würden Sie machen, wenn Sie bei NIST arbeiten und eine Tabelle erstellen müssten? Was ist hässlich?
und dann wird meine Beweglichkeit des Ions, die Feldstärke ist weg, ist dann Q durch 6pi r Viskosität. Also es ist einfach eine Normierung auf die Feldstärke. Wenn ich den Stromfluss anschaue, bei dem Stromfluss war definiert als I ist gleich, welche Ladungsmenge fließt pro Zeiteinheit durch eine Fläche senkrecht gestellt zu den Elektroden. Also hier sind die Elektroden. Stelle eine Fläche rein, durch diese Fläche wandern Ionen. Es gibt den Beitrag von den Kationen und den Beitrag der Anionen. Beide tragen zum Stromfluss bei. Welche Ladungsmenge fließt durch diese Fläche A in einer gegebenen Zeiteinheit? Die Konzentration meiner Elektrolytlösung gebe ich eigentlich N pro Liter. Ist also in Einheiten, ich gebe die gerne ein Mol pro Liter. Und wenn ich ein komplizierteres Elektrolyt betrachte, dann haben wir es schon mal gehabt, das ist mal Cadmium, Ny plus, Cadmium, so was macht Ny plus, Z plus, Anion, Nü minus, Z minus und es gilt Z plus mal Nü plus ist gleich Z minus mal Nü minus. Also es werden doch in einer vorgegebenen Zeitintervall all die Ionen durch die Lösung finden, die hier drin sind. Alle Ionen, die hier drin sind, fließen durch diese Fläche, die ich betrachte. Wie ist die Kantenlänge? Die muss ich nur wissen. Wie ist diese Kantenlänge? Und das Gleiche können Sie auf der anderen Seite legen und da die Beweglichkeit oder die Geschwindigkeit, mit der die anderen unterwegs sind, anders ist. Also hier kann ich mal die Plusladungen betrachten, hier die Minusladungen. Und wenn beide unterschiedlich bewegt sind, dann sind die Quader, die ich hier betrachte, unterschiedlich lang. Sie sind dran. Versuchen Sie mal die Dimensionalität richtig zu kriegen. Was würden Sie sagen? Was bestimmt die Kantenlänge? Und die Konzentration ist vorgegeben. Die Zeit ist auch vorgegeben, die ich jetzt betrachte. Wie viele Ionen erreichen denn die Fläche? Wer bestimmt es? Im Prinzip die Geschwindigkeit, mit der die unterwegs sind. V plus die Geschwindigkeit, mit der die unterwegs sind, mal Delta T. Das ist die eine Kantenlänge, ganz klar. Also hier die Geschwindigkeit V plus mal dem Delta T. Das ist die, alle bestimmt es hier und auf der anderen Seite hätte ich eben V minus mal Delta T. Beide tragen bei und all diejenigen, die hier drin sind, tragen zur Leitfähigkeit bei. Also heißt die Stromstärke, die hier durchfließt, wird gegeben sein durch. Die Angaben hier sind auf Mol bezogen. Es ist sinnvoll in der Elektrochemie
eine Größe einzuführen, die die Faraday-Konstante heißt. Ich nehme ein Mol die Avogadro-Konstante mal die Elementarladung. Und wenn ich eben diese 6 mal 10 hoch 23 mal die 1,6 mal 10 hoch minus 19 multipliziere, dann kommt raus 96 487 Coulomb pro Mol. Also im Prinzip ist das nichts anderes als die Ladung von einem Mol Elektron. Und das ist sinnvoll einzuführen, weil die Konzentrationen hier drauf sind. Also ich sage, der Stromfluss, den ich hier durch habe, wird proportional sein zu der Fläche. Er wird proportional sein zur die Faraday-Konstante, die Ladung. Jetzt brauche ich den Beitrag von Kation und Anion. Und von Kation ist der Beitrag Z plus mal Nü plus mal V plus Z minus Nü minus ich sollte das, damit es besser lesbar, V so schreiben und das V minus so schreiben. Das drückt es jetzt in den Einheiten aus. Was fehlt noch? Hier fehlt noch etwas. Am besten vor der Klammer. Wir wollten die Anzahl der Ladungsträger beschreiben, die in die Plusrichtung wandern. Und da geht natürlich die Konzentration noch hier ein. Die Konzentration meines Elektrolyten. Das bestimmt eigentlich genau, also nochmal I ist Delta Q nach Delta T. V plus mal Delta T bestimmt genau das hier. V plus mal Delta T durch das Delta T bringt es weg. Und wir haben die Ladungsmenge, die durch die Fläche fließt, hat einen Beitrag von den Kationen und einen Beitrag von den Anionen. Das Gleiche möchte ich jetzt durch die Beweglichkeiten ausdrücken. Und dann steht da, I ist gleich A mal F mal C. Ich schreibe jetzt hin. Z plus Nü plus U plus plus Z minus Nü minus mal U minus. Die Beweglichkeit war V durch I, also muss ich mal I multiplizieren. Ja, also Beweglichkeit war V durch I. Hier muss ich mal I multiplizieren, wenn ich das V durch die Beweglichkeit ersetze, dann habe ich nichts verändert. Und I ist aber nichts anderes als U durch D. Und wenn ich mir diese Beziehung anschaue, bin ich hier eigentlich beim Ohmschen Gesetz angekommen. Die Stromstärke ist proportional zu Spannung. Und dieser Term wäre die Leitfähigkeit meiner Elektrolytlösung. Vielleicht schreibe ich noch mal ein paar Stoffkonstanten hin, damit sie ein Gefühl für Leitfähigkeit kriegen. Also das wäre eine Leitfähigkeit. Und wenn ich so Werte habe für die spezifische Leitfähigkeit von Kupfer, dann sieht die so aus 6,4 mal 10 hoch 5, Ohm hoch minus 1, Zentimeter hoch minus 1. Für eine NaCl-Schmelze ist das natürlich um Größenordnungen kleiner. Keine 10er Potenz mehr, 3,8.
oben hoch minus 1, Zentimeter hoch minus 1. Eine einmolare wässrige Lösung, 1 Mol NaCl, ist die Leitfähigkeit 0,074 Ohm hoch minus 1, Zentimeter hoch minus 1. Ich möchte die Tafel wischen, aber Sie sollen über was diskutieren, während ich wische. Wir sehen, dass hier der Strom gemessen wird. Und der Strom hat einen Beitrag vom Kation und einen Beitrag vom Anion. Und ich würde gerne, dass Sie überlegen, ob ich die separat bestimmen könnte. Das wäre spannend, wenn ich das könnte. Kann ich die separat bestimmen? Bei den Standardbildungsenthalpien von Ionen haben wir gesagt, ich sehe keinen Weg, wie ich das jetzt separat messen kann. Ich kann mir nur ein Ionpaar in Lösung erzeugen und habe einen künstlichen Referenzzustand geschafft. Das ist ja Standardbildungsenthalpie von H plus wässrig ist 0. Wie sieht es aus mit den Leitfähigkeiten? Könnten Sie sich da ein Experiment überlegen? Ich habe jetzt Ionen in der Lösung. Ich möchte den Beitrag von dem einen oder anderen abseparieren. Sie sind dran. Übrigens wirken sich diese Vorlesungsaufzeichnungen auch auf mein Privatleben aus. Seitdem meine Frau die mal gesehen hat, muss ich die Fenster putzen. Leitfähigkeit misst die Summe von den Beiträgen von Kation und Anion. Die Frage an Sie war, sehen Sie eine Chance, das irgendwo aufzudröseln? Experimente zu gestalten, wo man das vielleicht umgeht und den Beitrag misst. Ah, guck mal, die letzte Reihe. Sehen Sie da eine Chance? Stimmt. Stellen Sie mal vor, was wäre, wenn das eine Ion geladen wäre oder farbig wäre. Diskutieren Sie das vielleicht mal für Kaliumpermanganat, dass es ein Ion stark gefärbt. Würde mir das helfen? Ja, da wird, wenn die unterschiedlich wandern. Thank you.
klar, da würde ich schon eine unterschiedliche Wanderung sehen. Ich könnte das eine Ion beobachten. Und die gleiche Idee könnten Sie auch nutzen, wenn Sie die Änderung der Konzentration im Kathoden- und Anodenraum analysieren. Ja? Wir haben hier einen Kathodenraum, wir haben einen Anodenraum. Das ist ein bisschen verwirrend. Ein Kation ist für Sie positiv, ein Anion negativ. Ein Kation wandert zur Kathode. Die Kathode ist negativ damit. Ein Anion zur Anode. Anode ist positiv. Also immer überlegen, Kation, Anion, das haben wir verinnerlicht, was es ist. Und ein Kation wandert zur Kathode, also ist die Ladung da anders, als man es vielleicht gewohnt ist. Ein Kathode und ein Mittelraum. Und ich spare mir jetzt diese lange Zeichnung und nutze mal PowerPoint, um Ihnen das klar zu machen. Also hier, das ist eine Elektrolysezelle, die so gestaltet ist, dass Sie hier Hähne haben. Kathodenraum, Anodenraum, Mittelraum. Und durch die Hähne könnten Sie dann das abdrehen und danach hier eine Konzentrationsanalyse machen. Und jetzt stellen wir mal vor, wir haben eine Zelle laufen und in dieser Zelle hat das Plusion, das Kation, eine viermal höhere Leitfähigkeit oder Beweglichkeit als das Anion. Was würde passieren, wenn ich jetzt 5 Mol umsetze an den Elektroden? Das heißt, wenn ich 5 Mol umsetze, dann wäre ich hier bei dem Szenario am Pluspol. Habe ich 5 Mol rausgenommen. Wenn ich hier 5 Mol rausnehme, muss ich auch hier 5 Mol rausgenommen haben vom Kation, vom Anion. Sind entfernt worden. Die sind draußen, das ist draußen. Welche Veränderungen passieren? Es müssen auch die gleiche Ladungsmenge durch die Suppe gewandert sein. Das heißt, weil die Ladungsverteilung asymmetrisch ist und die Beweglichkeit von dem einen viel größer ist als vom anderen, vierfach, dann habe ich dieses 4 Wandern hier rüber und 1 hier runter, 1 hier rein. Jetzt mache ich die Hähne zu und analysiere die Konzentrationen, die in den verschiedenen Räumen vorliegen. Und ich sehe, im Mittelraum ist alles gleich geblieben. Es ist die Elektroneutralität gewahrt und die Konzentrationsverhältnisse sind gleich. Im Anodenraum und Kathodenraum haben sich dagegen die Konzentration verändert. Und diese Veränderung der Konzentration gibt mir die Möglichkeit, die Überführungszahlen zu messen. Und das Experiment geht auf Hittorf zurück und das ist die Hittorfsche Überführungszahlen. Also man misst im Prinzip den Anteil der Plusladungen am Strom. Das heißt, der Strom hat eine Komponente I durch I gesamt. Von der Plusladung und ich habe das gleiche auch für die Minusladung I minus durch I gesamt. Und Sie können für T plus aber auch schreiben, dass die Plusladung durch die Gesamtladung Q plus plus Q minus ist gleich die Beweglichkeit
durch die Gesamtbeweglichkeit von beiden ist gleich der Beitrag des Plus-Ions zur Leitfähigkeit und dem durch die Gesamtleitfähigkeit, die ich hier messe. Und das heißt, was ich bestimme, ist die Änderung der Konzentration im Anodenraum zur Änderung der Konzentration im Kathodenraum. Und das verhält sich wie T minus zu T plus. Und damit können Sie absolute Beweglichkeiten ermitteln. Dieser Versuch war früher mein Praktikum, ich glaube, der ist nicht mehr drin. Wenn ich so Überführungszahlen anschaue, können wir uns mal ein paar Werte anschauen. Also welcher Bruchteil vom Strom wird von welcher Komponente geführt? Wenn ich eine wässrige HCl-Lösung nehme, dann sehe ich T plus und T minus sieht wie folgt aus. T plus ist 0,823 und T minus 0,179. Also der Hauptstrom wird von der H plus Komponente geführt. Bei Natriumchlorid ist es fast symmetrisch. 0,4, 0,6. Bei Kaliumchlorid ist es so 0,5, 0,5. Also bei Kaliumchlorid ist also offensichtlich die Beweglichkeit des Anions gleich die des Kations. Und offensichtlich sehe ich hier, gibt es eine Besonderheit des H-Plus-Ions. Die Leitfähigkeit ist hier sehr hoch und das H-Plus-Ion, das liegt in Lösung natürlich wie vor. Die Struktur ist wie so eine Pyramide. Aber das nicht allein, sondern es strukturiert. Das ist eine Pyramide. Das H3O bloß ist in unserem Wasserstoffbrückenbindungsnetzwerk drin. Und das versuche ich vielleicht mal aufzumalen. H3O plus. Wasserstoffbrückenbindungen. O, H, H. Zu dem hier. Wasserstoffbrückenbindung. H, H. Wasserstoffbrückenbindung. O, H, H. Wasserstoffbrückenbindung. H, H. Wasserstoffbrückenbindung.